Hört ihr das? Für uns ist das Geräusch einfach nur nervtötend. In anderen Ländern kann es aber leider tödlich sein. Was dahinter steckt und was wir an der FAU versuchen dagegen zu tun, das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Bei uns ist es nur ein juckender Stich. In anderen Ländern kann das zu Malaria führen. Es beginnt mit dem Stich von einer weiblichen Anopheles-Mücke, die Parasiten in sich trägt. Die Parasiten gelangen in den Blutkreislauf und erreichen innerhalb kürzester Zeit die Leber. Dort vermehren sie sich und gelangen zu den roten Blutkörperchen, wo sie sich weiter vermehren. Die befallenen roten Blutkörperchen platzen auf und setzen so die Parasiten frei. Diese wiederum infizieren weitere Blutkörperchen. Es kommt zu einer Blutarmut und es werden Giftstoffe freigesetzt. Dies führt zu sehr hohem Fieber und im schlimmsten Fall zum Tod. Wird dieser Mensch nun von einer anderen Anopheles-Mücke gestochen, wird der Parasit zum nächsten Menschen transportiert. Der Kreislauf beginnt von vorn. Da es noch keinen Impfstoff gegen Malaria gibt, der zu einem hundertprozentigen Schutz führt, brauchen wir dringend neuartige Wirkstoffe. Eine Idee ist die Hemmung der Vitamin-B6-Synthese des Parasiten, die für diesen absolut lebenswichtig ist. 2 Enzyme sind beim Herstellen dieses Vitamins wichtig. Wir haben diese Enzyme isoliert und wollen Stoffe finden, die die Synthese des Vitamins hemmen. Und hoffentlich schaffen wir das bald. Wenn nicht,